Ja, hallo, der eine oder andere kennt uns. Ich bin Stefan Peter. Ich bin Sascha Kaspar von Thomas Elektronik aus Hamburg. Normalerweise aus Normalerweise. Hamburg. Diesmal sind wir aber über 10.000 Kilometer entfernt in Las Vegas auf der CES 2018. Genau, wir wollen euch einfach live vor Ort direkt die neuesten Geräte und Innovationen nach Hause bringen. Wir wollen nicht lange warten. Genau, legen wir los. Viel Spaß. Ja, da sind wir wieder und diesmal sind wir in den Hallen von der Firma Hisense. Genau. Sponsor der WM 2018. Da drüben in Deutsch natürlich klar die Daumen. Wollen wir einfach mal hier sind, auch einmal zu zeigen, dass das Licht hier auswählt. Dass die Sicherung in der Halle rausgesprungen ist. Ja, wir kommen wieder, wenn das Licht wieder an ist. Ja, und Gott sprach. Ja, es werde Licht. Ja. Ne? Ja, neuer Tag, das Licht geht wieder. Ja. Wir sind wieder bei Hisense. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Genau. Ne? In den Medien war es da spruchreif. Das heißt, die Halle war komplett dunkel. Für Stunden. Ein Kurzschluss und ein Transformator hat für 2 Stunden lang. Ja, aber wir sind wieder hier und wollen euch natürlich ein bisschen was zu den Hisense-Geräten erzählen. Genau. Wir erwähnten es ja schon, Sponsor der Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Und gut, natürlich bei uns noch nicht so bekannt, aber die Konkurrenz aus Asien schläft nicht. Nein, überhaupt nicht. Und man sieht das auch, es gibt so eine schöne H8-Serie, auch H9-Serie. Und die arbeiten halt eben einmal mit einem eigenen Betriebssystem. Genau. Und aber auch halt eben mit, das seht ihr auch schon hier. Genau. Amazon Alexa. Es gibt einen zweiten Step. Genau. Es gibt diese ganzen, es gibt den 9er auch noch als Plus-Version. Den sehen wir hier. Das ist ein Gerät, das sind Geräte, die haben Android als Betriebssystem und dadurch natürlich nicht Alexa, aber den Google Assistant. Das Perfekt. Gleiche auch, man sieht es hier vielleicht oben, den großen. Der 10er, der ist auch mit Android und auch mit Google Assistant und da vielleicht auch ganz spannend, das ist ein Gerät mit 2000 Nit Helligkeit. Also auch in Asien wird nicht geschlafen, die Geräte sind, ne, sehen gut aus, genau. Machen einen guten Eindruck. Solide verarbeitet, genau. Kann man schon sagen. Ja, ich dachte, wir geben euch mal einen kleinen Ausblick darauf, was denn so in Zukunft vielleicht noch auf den deutschen Markt kommt. So ist es. Also, vielen Dank für euer Interesse. Bis dann. Euer Stefan Peter und Sascha Kaspar. Tschüss. Aus Las Vegas.